Florian. Ich bin René. Ich bin Giuseppe. Ich bin der Jonas. Hier in der WG essen wir fast ausschließlich vegetarisch. Wir kochen nicht nach Gefühl, wir kochen mit Gefühl. Mamma mia! Hi. Hi. Herzlich willkommen. Heute kochen wir Spaghetti Carbonara, mein Leibgericht. Wir machen eine ganz spezielle Carbonara und zwar nehmen wir Zucchini anstatt dem Schinken. Dann kannst du auch schon mal ein bisschen Wasser warm machen und ich fange dann schon mal an, die Zucchini zu schneiden. Wir sind ja eine sehr vegetarische WG. Ich glaube, Flo, damit hast du uns ein bisschen angesteckt. Ja, ich bin eigentlich als einziger Vegetarier, aber die anderen passen sich dann so dementsprechend an. Also ich verzichte ja nun auf Fleisch, weil es mir einfach nicht mehr geschmeckt hat. Aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, auf Milch oder auf Käse zu verzichten. Das geht nicht. Dafür ist Käse viel zu kalt. Mach du mal bitte hier die Zwiebeln klein. Ganz fein bitte. Pepe ist sehr berühmt für seinen Carbonara-Rezept. Das passt super, vielen Dank. Okay, dann wird das jetzt Ganze angebraten in der Pfanne. Jetzt kommt erstmal lovely Olive Oil rein. Da kann ich keinen sparen. So, Flo. Was machst du für Gewürze nachher dran? Nachher kommt eigentlich nur Salz rein und Pfeffer. Durch den Parmesan hat man schon sehr viel Würze drin. Was meinst du, nur die Hälfte rein oder alles? Mach mal drei Viertel. Also viel Käse hilft viel. Der Parmesan löst sich natürlich nicht da drin. Ja, das ist kein Problem. Das löst sich nachher in dem Topf. Oh, Pepe. Ist das nicht viel zu heiß? Nö. Gut. Ist gut? Okay, dann schrecke ich die jetzt mal. Nein! Nein! Oh, okay, ja, okay, nein. Sorry, ich hab's vergessen. Nicht tut mir leid. Abschrecken. Tut mir leid. Böse. Das gibt einen Strich auf der Inkompetenzliste. Was? Ja. Ja, ich kann absolut nicht verstehen, warum manche Leute ihre Nudeln abschrecken. Da wäscht man nur die ganze Stärke raus. So, dann sind wir jetzt fast fertig. Die Zucchini sehen auch schon gut aus. Ja. Das machen wir alles in den Topf rein. One pot, one pan. Und weil der Topf noch die ganze Wärme hat vom Kochen der Nudeln, bindet das die Soße auch noch viel besser. Super. Alles auf einmal? Ja. Oh Gott, okay. Jetzt kommt der ganze Parmesan hier mit hinterher. So. Sieht das lecker aus. Ja. Also, reichen Salz, Pfeffer? Ja, Salz und Pfeffer, das reicht. Der Parmesan gibt den Rest der Würze. Okay. Stopp. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja, das war ein bisschen viel. Du kannst vielleicht noch ein bisschen Käse drüber streuen und dann ist das eigentlich fertig. Dann mache ich alles hier rein. Also Flo. Okay. Gönn dir. Boah, mega lecker. Reicht dir eine Gabel oder willst du einen Löffel haben? Der wahre Italiener isst nämlich nur mit Gabel. Okay. Löffel bekommen nur Kinder, die nicht wissen, wie man eine Gabel benutzt, um Nudeln aufzurollen. Naja, da fällt wieder alles runter. Nimm dir einen Löffel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Uns hat es super Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr werdet auch viel Spaß mit dem Rezept haben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.